Verehrte Gäste, liebes Preisträgerteam, Preisträgerinnenteam, nach diesem Film kann ich fast nicht mehr so einsteigen, aber mal Hand aufs Herz, die Philosophie fällt einem nicht als erstes ein, wenn es um zeitgemäße Wissenschaftskommunikation geht. Und tatsächlich zeichnet sich dieses Fach ja durch eine ganz eigene Sprödigkeit aus. Es geht darum, Fragen nach den grundlegenden Bedingungen des Denkens und des Seins, des Wissens und Unwissens, der Möglichkeit von Sinnstiftung immer wieder neu zu drehen und zu wenden und mit Analysen von Werten, von Begriffen und Formulierungen zu befragen. Dass dennoch, und das haben wir eben schon gesehen und gehört, in fast allen unseren Lebensbereichen Philosophie steckt und weiterhilft, vermag das heute ausgezeichnete Team erfahrbar, fassbar, spürbar zu machen. Und ich zitiere dazu noch mal einige der Fragen, ein paar haben Sie selbst schon formuliert im Film, mit denen Sie Bürgerinnen und Bürger einladen, selbst philosophisch aktiv zu werden. Sind unser Wille und unsere Entscheidungen wirklich frei? Was können wir tun, damit unser Leben gelingt? Wie sicher ist unser Wissen über die Pandemie oder die wirtschaftlichen Folgen eines bedingungslosen Grundeinkommens? Was sollten wir tun, wenn manches nicht mit letzter Sicherheit zu wissen ist? Dürfen wir Tiere essen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und eine besonders interessante Frage, neben Fragen, wie soll Deutschland mehr Migrantinnen aufnehmen, wie sollen autonome Fahrzeuge programmiert werden, besonders interessante Frage, ist es vielleicht sogar manchmal besser, nicht zu viel zu wissen? Es sind aber nicht diese Fragen per se, für die Denkste ausgezeichnet wird heute Abend. Begeistert hat die Jury vielmehr, mit welchem klug konzipierten Mitteleinsatz hier Public Philosophy betrieben wird. Und damit schließe ich nochmal an den Aspekt der Arbeitsteilung in der Wissenschaft an. Wenn wir diese Leistungsdimension, wie die Politik ja zu Recht einfordert, höher hängen, weil wir dadurch auch gesellschaftlich etwas gewinnen, müssen wir uns mit der Ökonomie unseres Einsatzes befassen. Denkste agiert an diesem Punkt vorbildlich, weil mit überschaubaren Ressourcen, das Schöne an Geisteswissenschaften ist ja, dass sie auch so billig sind, sehr gute, vielseitige und gestreute Effekte erzeugt werden. Im Kern, das haben Sie eben schon gesehen, steht ein Format, für das es keine teure Agentur, keine aufwendige Technik, kein Festival, kein eigenes Gebäude und auch keine Storytelling-Coaches braucht. Denkexperimente können überall angestellt werden, in der kleinsten Hütte sozusagen und in viele zielgruppenspezifische Kontexte und Formate, institutionelle Kontexte übersetzt werden. Was Denkste alles einsetzt und welche neuen Ideen sie da immer wieder entwickeln, haben wir eben gesehen. Und zwar so, dass die Denkexperimente nicht nur abgespult, sondern von interessierten Laien angeregt und mitbestimmt werden. Man kann Vorschläge machen dazu, worüber man nachdenken will. Und damit werden natürlich auch Fachleute auf äußerst nahbare Weise hinterfragt. Die kommunikative Kunst zeigt sich also hier im elegant skalierten und geschickt kombinierten Einsatz begrenzter Mittel. Ein Vorgehen, das man in fast jeder Hinsicht für die Geisteswissenschaften empfehlen kann. Das agile Denkste-Prinzip hat sich in partizipativen Veranstaltungen bewährt, die sehr gut nachgefragt und vor allem gemeinsam verändert werden. Beeindruckt hat die Jury auch, ebenso wichtig wie in diesem Team, über Hierarchien und Karrierestufen hinweg zusammengearbeitet wird. 4 Studierende, 3 Postdocs, 1 Prof. Wie Kompetenzen unabhängig vom Status der Beteiligten weiterentwickelt werden. Und wir zeichnen damit auch ein Vorbild für zeitgemäße Kooperation zwischen akademischen Generationen aus und für eine Wissenschaftskommunikation, in der sich Forschung und Lehre völlig selbstverständlich verbinden. Denkste betreibt Wissenschaftskommunikation weder als Lieferverkehr philosophischer Fastfood-Produkte noch als Denkmalpflege großer Geister. Die Düsseldorfer Preisträgerinnen beleben das Selbstdenken. Sie stärken die Urteilskraft,
die soziale Imagination und die Fähigkeit, sich im Getümmel überhitzter Meinungskämpfe auf anderes Denken, auf Andersdenkende einzulassen. Denkste belebt damit auf niederschwellige Weise eine Einstellung zur Welt, für die man keine akademischen Titel braucht. Die Neugier darauf, dass Dinge unterschiedlich gesehen und beurteilt werden und die Freude daran, sich darüber auseinanderzusetzen und zu verständigen. Wir gratulieren heute Abend ganz herzlich Amrei Bar, Julia Frese, David Löwenstein, David Niemann, Christoph Sapp, Markus Schrenk und Berit Weiß zum Kommunikatorpreis 2022. Kommen Sie zu mir auf die Bühne. Die erste Frage ist, wie haben Sie es geschafft? Das ist ja eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, das Team zugleich durchlässig und handlungsfähig zu halten. Ja, das funktioniert so. Alle von uns bringen ihre Talente und Begabungen mit in das Team hinein, sodass das ja, wie ein Uhrwerk, Zahnräder ineinander übergeht. So ein Uhrwerk oder etwas rein Materielles kann durchaus Geist haben. Lassen Sie sich gleich überraschen. Sehr gern. Und da hat mich interessiert, aus welchen anderen Wissenschaftssystemen jenseits von Deutschland Sie sich vielleicht haben inspirieren lassen und wo Sie glauben, dass wir in Deutschland noch so ein bisschen was lernen können. Bei diesem Stichwort Public Philosophy ist uns vor allen Dingen wichtig, dass zwei Aspekte beleuchtet werden. Das eine ist, dass wir durchaus in die Gesellschaft rauskommunizieren, also dass wir durchaus Inhalte aus der akademischen Philosophie auch vermitteln. Das andere ist aber auch, dass wir Impulse aus der Gesellschaft wieder aufgreifen, also dass wir durchaus auch Themen bearbeiten, die gesellschaftlich relevant sind, die auf ein gesellschaftliches Interesse stoßen und da auch dann die Formate so ein bisschen dran ausrichten, dass die zu diesen Themen passen. Thank you.